Ja, Leute, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Raft. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Wasagatan. Angeln, bauen. Der Benny hat es hier ein bisschen wohnlich gemacht. Mhm. Gerade sexy ist alles hier, unsere Küche. Ich würde eigentlich gerne da so das Dach noch ein bisschen verschönern. Ja, hier kannst du nur Wand hin, dann kannst du noch. Kein flaches Dach. Es gibt kein flaches Dach? Nee. Das ist uncool. was wollte ich eigentlich bauen? Genau, pass auf. Brauchen Scharnier, Nägel und Seil. Oh. Ja, ich hab doch Nägel genommen. Wo willst du die Nägel hin? Habe ich die weggeschmissen? Was geht mit mir ab? Dass ich auch mal was zu unserem Boot beitrage? Wow! Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Was ist passiert? Du hast das größte Objekt gefunden, was man bauen kann. Okay. Ach du Scheiße, was ist das? Du kannst Bäume pflanzen. Sehr schön. Aber unbedingt drumherum bauen. Das ja. Ist aber wir haben gar keine Samen mehr, sehe ich gerade. Ja, die haben wir auch immer ganz fleißig weggeworfen. Ja. Wir haben echt mitgedacht. Jetzt fehlt mir auch mal Plastik zur Abwechslung. Ja, Plastik fehlt mir, glaube ich, auch, ja. Wie weit ist es nur nach Wasagatan? Ja, schon ein Stückchen. Eigentlich, dass hier so gut noch, noch zwei Netze hinpassen, eigentlich. Ja, können wir auch gerne machen. Nein! Oh mein Gott! Das war sehr gut. Auf, ich halt schon wieder vor Hunger, Alter. Ja, furchtbar. Wie lange braucht denn dieser scheiß Lachs? Ich bin mal schon wieder geschnappt. Aber ich hab einen Wels draufgelegt. Ach so, du Elendiger. Das war ein Lachs. Ja. Finger weg! Ich ständig am Verhungern bin. Der Typ hat schon Scheißerei, weil er alles zusammenfrisst. Schon wieder kein Kunststoff, ja. Ich würde da ja nicht Greta was laberst. Ja, die hat Draft anscheinend nicht gespult, weil dann wüsste sie, dass es unseren Weltmeeren super geht. Und uns jeder zusätzliche Müll da drin helfen. Ja, aber echt. Hat das überhaupt die Greta? Hat sich die überhaupt jemals über die Weltmeere beschwert? Ach. Die geht doch nicht die. Klima, nee, die. Weltmeere macht doch jemand, der wirklich was tut. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Russe, der da was entwickelt hat. Ja, ja, der diesen Umweltpreis auch nicht bekommen hat, weil Greta ganz viel geredet hat. Heftige Strömung. Heftiger Hai. Heftige Wellen. Alter, ich hab gerade eine Fassparade hier gelegt. Nein? Oder auch nicht? So, jetzt. Ich hab jetzt echt ein einzelnes Palmblatt geangelt. Ja, wir müssen echt mal Palmblätter, Alter. Seil ist nämlich auch Hardcore-Mangelware. Fällt uns immer erst dann auf, wenn wir links bauen wollen, ja, diese Netze. Ja, aber da habe ich jetzt gerade noch, ja, zwei Seilbräune, nur dann ist die Seiten auch wieder voll eigentlich. Okay. Wie viel Seil habe ich? Ich habe kein Seil, aber ich habe 13 Palmenblätter. Haben wir echt die kompletten Samen weggeschmissen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe auch gemeint, dass nur irgendwo welche waren, aber kann sein, dass ich die einfach irgendwann einmal rausgenommen habe, nur um sie wegzuwerfen. Oder ich...
Ich nehme jetzt den Wels und lege ihn da in den Essenszettel, weil ich habe jetzt nämlich einen Wels und einen Lachs in der Hosentasche. Wels und Lachs in der Hose. Ah, aber noch ein Zack. Haken brauchen wir bald schon wieder. Ja, der schaut noch gut aus bei mir. Auch zu dumm, damit was zu angeln. Achso, ein Netz wollte ich noch machen. Ich kann da noch eins bauen. Ja, dann hau du da noch eins her. Mir fehlt. Seil. Super, mir fehlt auch ein Seil. Oder kommt ein Blatt. Ich bin ja wieder wegen einer Planke fast gestorben. Braucht man eigentlich dafür? Oh, auch Seil. Planke. Das ist eigentlich echt unnötig. Nee. Ah, ich wollte gerade einen Zaun bauen und den knuspert uns der Hai bloß weg. Ja. Macht wenig Sinn. Das ist echt so ein Arsch, Alter. Da nimmt das ganze Spiel Spaß. Aber wie in echt, wo ich in der Karibik beim Surfen war. So, da kommen wir mal Haie, macht das nicht. Wenig Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann, aber das gehört dazu. Ah, wir nähern uns rasant. Das sollten wir jetzt eigentlich gleich singen. Kommen wir natürlich wieder in der Nacht an, damit wir keinen Spaß da dort haben. Könnten wir uns auch noch hinlegen. Dann verschlafen wir es womöglich und dran vorbei. Das wäre auch Fatality. Das wäre eine really good question, ob wir weiterfahren, wenn wir schlafen. Haben wir eigentlich... Ja. Was? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, dann legen wir uns doch hin. Ich überlege, ob ich nochmal eine Flasche bauen soll. Und ich glaube... Oh. Ich glaube, wir müssen noch eine erforschen, oder kann das sein? Also ja. Fangnetze, die sammeln eigentlich nichts, oder doch, ja. Büschen. Also eine Flasche noch herstellen, dann könnte man sie erforschen. Mhm. Ja, auch Kunststoff und Glibber. Wobei Glibber könnte ich machen. Ich eigentlich auch. Dann habe ich halt gar kein Dings mehr, aber ich weiß halt jetzt auch nicht, für was ich den... Ja. Im Moment. Die Flasche, also... Kann man Sauerstoffflasche machen, das reizt mich schon mal. Das Fernglas ist eigentlich wurscht. Wir haben immer noch keinen Metallspeer. Ich irgendwie nicht mehr den Hai. Ich kann eben nichts mehr abziehen. Voll verrückt. Was haben wir immer noch nicht? Metallspeer, aber den mache ich mal gerade. Ah, den habe ich schon lang, aber ja, wie gesagt, ich kann da reinhauen, wie ich will gerade immer. Das war jetzt schon das zweite Mal und das verletzt ihn irgendwie nicht. Vielleicht ist der immun gegen Metall. Das vorher hat auch funktioniert. So wie beim Butcher oder so, dass du ein Eisen, ein Silbermetallpfeil brauchst. Ja. Das hat eine Immunität aufgebaut. Okay, jetzt müsste man es aber eigentlich schon sehen. Dass ich Fernglas habe. Gibt's auch. Wusste ich, werde das noch brauchen. Ja, ich habe gesagt, die Flasche würde ich gerne noch erforschen, ob das Fernglas eigentlich geschissen ist. Ah ja, da ist es. Ich sehe schon wieder nicht. Ich finde das echt interessant. Jetzt ist es aber wirklich, das sind nur so hellbraune Streifen am Himmel. Ist das auf einmal still, wenn die Mucke ausgeht? Mhm. Du kannst ihn tatsächlich mit Pfeil und Bogen auch treffen. Den Sharky. Du hast was zum Essen, oder? Du hast den Wels noch. Ja. Ich hoffe tatsächlich, dass das nicht. Aber das ist auch wieder Gebäude. Keine Insel. Ja, das ist ein Gebäude. Und auch nicht Utopia. Das ist. Mhm.
Aber das Utopia, also da zwei Orte angezeigt. Mhm. Der war aber einfach weiße Blätter hängt. Und die zwei Orte haben dann zu. Und so. So hart und so schnell wie möglich hoch. Wobei, das ist schon riesig, schau mal. Gerade noch bis zum Funkturm geschafft. Old sagte, das Boot ist unbrauchbar, aber ich kann es reparieren. Alter, das ist riesig. Weit voraus, aber ich denke, wir sind auf dem Weg nach Selene. Ich will das nur an einem Ort lassen, an dem es jemand finden kann. Wir haben das nicht verursacht, aber wir haben verdammt gut geholfen. Bei Gott, wir werden versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir werden dort ankommen und wir werden den 12er und den 24er abschalten. Wir werden Sparrow zurückholen. Dann werde ich vielleicht fragen, ob sie mit mir ausgeht. Und sie wird mich derart komisch angucken. Was? Steht das wirklich alles da? Ja. Ol hat meinen Notizblock gefunden, aber ich habe ihn wiederbekommen. Ich muss ihn beim nächsten Mal besser verschicken. Dieser Marker macht es wirklich schwer, Dinge zu löschen. Genau, was bauen der sich da für eine Story zusammen? Trace, 8. Januar, der Notruf vor dem Empfang. 9. Januar, Erstellung des Berichts, Sprache unbekannt, Malaiisch, Ol, Tarigan. 2. Februar, Komm ist tot, Schüsse in der Ferne. Tangaroa. 4. Februar, jemand spricht, Malaiisch, zu schnell, um es zu verstehen. Kotayanka, Kotayanka. 6. März, Tarigan fand einen trockenen Ort, wir gehen. Das Wasser steigt und es fehlen uns ein paar Plätze, es tut mir leid. Plätze? 8. März, Mike, wenn du das liest, geh nach Balboa, zu Rocky. Das steht jetzt nicht wirklich da. Aber sofern es immer noch über Wasser ist, es gibt Vorräte in der Speisekammer. Okay. Faszinierender Bullshit. Boah, das ist ja ein Schiff. Alter. Ja, das ist gigantisch, Alter. Ist das gelohnt, dass ihr da so lange nicht hingeschaut habt? Die Überraschung hält jetzt umso größer. Liebe Psychologen. Ich werde das nie vergessen, wir sollen mal in den Europa-Park fahren. Und dann sagt Chuck, sie freut sich so drauf, wenn es heute Abend ist, weil dann schläft sie und dann ist bald morgen. Sei dann freundlich doch auf morgen. Das ist total bescheuert. Hast du schon eine Flasche vorgestellt? Nee, konnte ich noch nicht. Also ja, doch, jetzt ist der Glibber fertig, jetzt müsste es gehen. Ich kann jetzt eine erforschen. Aha, Sauerstoffflasche. Aha, Fernglas. Hi? Das Lustige ist einfach, wie Nostar und Hi sagt. Ich hab schon echt aufgegeben. Ich lauf schon einfach rum und baue halt wieder hin. Ja, das ist. Was sagst du mir, wenn ich ankern soll? Ja, kannst du. Brutal. Boah, das sind ja Riesenbäume, Alter. Guck mal, die fällen. Natürlich nicht. Schade, das wäre zu geil. Auch nicht mit der besseren Axt? Nee. Alter, das ist jetzt voll geil. Kommst du da drauf, wo du bist? Da hinten? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich komme vorne auch drauf. Authorized personal only. Uh-oh. Authorized. Boah, das erinnert mich gerade so an Forest. Mhm. In dem Motorraum. Ohne das gestrandet ist so viel Schrott, wie die im Motorraum haben. Hinweis. Mir erinnert es an GTA, die sehe ich auch. Benutzen Brechstange. Wow, was ist jetzt los? Die Tür ist von innen verriegelt. Das ist ein Sicherungskasten. Ich habe echt eine Brechstange dabei. Alter. Ui. Oh mein Gott, das ist... Ah! Ah! Das ist ein Gegner! Oh mein Gott! Was bist du? Oh mein Gott! Wo bin ich erschrocken? Ein Lurker. Okay. Eine Kugel habe ich gefunden. Oida. Oh, ich höre noch ein Viech. Könnte auch ich sein. Ich bin eigentlich über dir. Okay, das kann sein. Das ist ein Chip. Alter, bin ich erschrocken. Ja, mit dem Gegner habe ich in dem Spiel ja überhaupt nicht gerechnet. Okay, wir müssen irgendwie da reinkommen. Wir müssen irgendwie die Tür. Ah, ich habe die Vorratskammer gefunden. Boah, ist da viel zum Essen. Okay, sehr gut. Ich habe eh Hunger. Ich bin viel zu hungrig von gegangen. Bolzenschneider benötigt.
Okay, das ist alles Kunststoff. Hast du einen Bolt? Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen hier echt Sachen finden, um weiterzukommen. Ja, was war das alles? Ich habe einen Metallsperr gefunden. Toll. Okay. Glück haben wir vor 5 Sekunden einen gebaut. Oh, da ist noch ein mechanisches Zelt. So, schmeiß ich jetzt weg. Boah, dass das so ausartet, hätte ich echt nicht gedacht. Ich auch nicht. Bist du da unter Wasser rein? Nee. Okay. Hinten dann quasi hochklettert am Schiff. Ach, da ist die Tür, okay. Noch ein Hinweis. Ja, und hier brauche ich einen Holzschneider jetzt. Rüst du deinen Speer aus, gell? Das ist ein 100 Bono mehr. Blauer Schlüssel brauchen wir. Badezimmer. Ui, da gibt's einiges. Da. Ist der da? Jetzt bin ich da. Ah, Schlüssel. Roter Schlüssel. Roter Schlüssel. Roter Schlüssel. Oben an den Türen stand eigentlich nur, die sind verriegelt. Verrückt, ich hab echt nicht gedacht, dass das nur so aussieht, das Spiel. Heftig, ne? Gastank aufnehmen. Okay. Machen wir den Kunststoff und den Schrott mit, kann man ja auch brauchen. Ja, ich wird schon so viel davon mitgenommen, das. Ich weiß. Kann ich schon wieder kaum was dran. Roter Schlüssel. Den hast du. So, open. Ach, ich glaube, wenn du den Mechanismusteil aufnehmen. Da ist der Bolzenschneider. Da ist einiges. Benötigt 5 mechanisches Teil. Wo steht? Ja, eins habe ich. Ich habe 2 aufgesammelt, glaube ich. Benötigt elektrische Leitungen, Anzünder, Gastank und Kugel. Okay, dann gehe ich jetzt mal zurück, da wo ich den Bolzenschneider braucht habe. Ich dachte, da gibt es nicht viel zum Essen. Ja, ich bin reingegangen, in der ersten Kiste war Essen drin. Hast du noch was? Und die ganzen anderen Kisten waren Plastikmüll. Nee. Ja, Fische und so, aber den muss ich halt zubereiten. Jetzt kann ich da so langsam gehen. Ach du Scheiße. Blauer Schlüssel, den haben wir nicht. Wo wird's den Bolzenschneider braucht hier? Ah, blauer Schlüssel. Mhm. Hinweis? Ja, okay. Du läufst wie ein Mongo, Alter. Okay. Die Frage geht also jetzt. Ich hoffe, dass was zum Essen findet. Wasser wäre auch nicht mehr. Wir müssen halt eigentlich echt zurückgehen. Ja, ich mache jetzt mal nur die rote Tür. Wo war denn die? Scheiße, wo war die rote? Und weiter vorne eigentlich. Hier. Blau. Ah, da geht's nach oben. Okay. Ich geh mal zurück. Oh Gott, ist das dunkel, Leute. Jetzt weiß ich ja, wofür man die Stirnlampen nehmen kann. Hä? Ja, ich. Stirnlampe darf fast Sinn machen, aber die sehe jetzt an, Alter, bin ich zu geizig. Alter, ist das riesig. Oh mein Gott. Oh mein, boah, das glaubst du nicht, Benny. Das ist ja so riesig. Jetzt hör doch auf, ich bin doch eh schon so traurig, dass ich umkehre. Ich bin an Deck jetzt. Da ist der Pool. Ja, da war ja vorher schon. Ach so. Warst du ganz oben schon? Nein, ich glaube nicht. Von innen verriegelt. Wieso waren bei dir keine Gegner, Herr Mjums? Ungefähr zerfetzt gleich am Start.
Hier ist nix. Kiste. Kiste mit Bullshit. Auch von innen verriegelt. Okay. Jetzt so gerade weiß ich nicht weiter. Wieder am Pool. Aber das ist ja eh nicht verkehrt gewesen, dass ich mal zurück viel zum Ausmisten. Ja, das stimmt, ich bin da ziemlich voll. Ist aber auch nichts verpasst, wenn ich da bin, wo du eh warst, dann. Oh, da ist wieder ein Gegner. Ah, wie habe ich das gemacht? Die war doch da gerade oben. So. Komm her. Man sieht nichts. Ist draußen auch Nacht, oder? Mhm. Ja, deswegen wahrscheinlich. Ja, das kannst du vergessen. Ich sehe keinen Meter. Ich gehe, glaube ich, auch nochmal zum Schiff. Mal kurz auffüllen und dann stoppt man richtig durch. Wenn ich wüsste, wo das ist. Ah, hier. Oh Gott. Hä, hey, was ist das? Gott. Und da hat der Hai in der Zwischenzeit alles genascht. Ein paar Rüben zubereitet dabei. Schrott. Pott. Ein Pott. Jawoll. Jackpot, Mann. Was passiert? Ach, Raw Meat. Aber jetzt, das ist jetzt von dem komischen Viech, was ich da umgebracht habe. Nimm mal deine Rüben. Jawohl. Jetzt legen wir mal was Gescheites drauf da, hä? Lass mich zweimal bitten, ne? Ein Steak, ein bisschen ein Fisch dazu, hä? Na, den werde ich mal schmecken lassen, hä? So groß war das Viech gar nicht, dass da so ein Fleischfranzen rausgeht, hä? Hast du den dritten Fisch schon gefunden, oder was? Wir haben jetzt aber unten nichts gefunden, um oben weiterzukommen. Eigentlich nicht, ne? Das ist so blöd, während ich warte, dass das Wasser wieder aufgefüllt ist. Ja. Ich schon wieder Hunger. Ja, das braucht gerade überhaupt sehr lang. Ja. Mein Gott, dieser Arsch. Ich kann jetzt natürlich nichts mehr bauen, weil ich mein Inventar. Was ist mit deinem Inventar? Mein Inventar ist so aufgeräumt, dass ich nichts mehr. Ja, jetzt sagen wir, legen uns jetzt mal hier. Ja. Und brechen beim Morgengrauen auf. Okay. So ist schon. So gegraut ist der Morgen gar nicht. Nee. So. Ich will echt mal überlegen, ob ich diese Stirnlampe mache. Aber ich weiß nicht, wie lange der Akku hält von dem Ding. Das weiß niemand. Guckst du? Sehr cool. Was hat die jetzt gekostet? Die war teuer. Ja, es geht eigentlich, ob Batterie aus Teil braucht. Die hat Nikon. Okay.
Ja, ich mach schon mal los. Mhm. Na, warte. Ah, mein Wasser hätte ich gerne aufgefüllt, aber. Mhm. Wird fertig, oder? Doch. Ach, ich würde es gerne machen. Ja, dann mach du noch und ihr habt dann halb voll, das reicht. So geht es wieder so lang, wenn du eigentlich voll die Abkürzung kennst. Mhm. Ja, weil vorne konnte ich eigentlich nirgendwo. Eine Abkürzung war es jetzt auch nicht wirklich, ich bin jetzt hinterher. Ja, ich kam ja dann bloß da nach oben, wo du ja eh schon warst. Ach so, stimmt, da gehst du jetzt wieder, wir müssen ja wieder den Komplett entlang gehen, oder? Das Ding nervt mir nur. Wir hatten doch hier noch irgendwann einen Schlüssel gebraucht, eigentlich. Ja, das war der Tür nach oben dann. Ach so. Jetzt haben wir hier und da ist eben so. Ah, oh, oh, da bringt die Lampe halt schon übel. Kunststoff. Auf jeden Fall. Kunststoffkanister auf dem Klo. Ah, da ist ein Gegner. Oh, warte, ich will den sehen, ich will den sehen. Oh, der schaut ja echt crazy aus. Die Riesenratte. Kann dem auch keinen Schaden abziehen. Echt? Jetzt, ah, okay, jetzt haben wir. Oh, da ist ein Tresor. Vierstelliger Code. Okay, aber da hast du in den Notizen schon mal geschaut? iGame konnte ich nicht. Okay. Geht dann wieder automatisch, wenn man ihn hat. Was läuft denn da für eine kriminelle Musik? Kiste? Ah, mechanisches Teil. Boah, da war was zum Essen. Sehr schön. Ja. Wie viele Teile haben wir jetzt? Das sehen wir nicht, gell? Ja. Aber es könnten 5 sein, aber sicher bin ich. Soll nur hier gehen. Hat ja auf der anderen Seite auch noch, so wie wir jetzt gegangen sind, oder? Es geht ja nur Treppe drauf. Achso, ja dann. Da oben ist aber ein Gegner gewesen. Da war ich vorher unten. Geht's noch weiter rauf, da war ich dann. Ach, das sind die Türen, die die verriegelt waren von innen. Da geht's ja nur weiter auf. Ja, sag ich doch. Was ist hier noch? Okay, da ist wieder ein Gegner. Ja, hier wird noch ein mechanisches. Aber echt. Jetzt muss er aber safe 5 sein. Ja. Jetzt auch wieder nach draußen. Oh mein. Da ist noch ein Hinweis. Ah, da ist der 4-stellige Code. Sehr schön. Ist echt böse geil gemacht. Ja, doch. Oder ist noch ein Gegner? Wo bist du jetzt? Noch eins weiter rauf? Ich bin aufgegangen. Oh, scheiße. Da ist der Gegner. Ah. Ich muss jetzt echt mit Pfeil und Bogen gegen den kämpfen, weil er meinen Speer nimmt. Schlüsselkarte. Okay, sehr schön. Ich kann mit den Gegnern einfach nichts machen. Ganz ein Pfeiler sind da drin, was mich tierisch nervt. Naja. Da muss dann irgendwas sein, das. Na gut, da war die Schlüsselkarte. Da geht's noch weiter. Und noch weiter. Was? Da. Soll doch wieder hochkommen. Oh, das wäre eine Kiste? Ja. Grüner Schlüssel benötigt. Benötigt eine Bombe. Okay. Zur Brücke. Alles klar. Okay, dann schauen wir jetzt mal mehr den mechanischen Teil. Ah, ja, 4-stelligen Code hast du ja, gell? Genau, den habe ich. Du läufst so schwer behindert, Alter. Oh. Oh, da ist noch einer. Jo. Er stand da gerade was zum Aufnehmen. Toll. Ja, du kriegst das Fleisch. Ja, warum mal hier? Vorher habe ich nichts gekriegt bei dem, den ich vorher getötet habe. Ich habe eigentlich gehofft, ihr werdet meine Pfeile wieder kriegen, aber. Ist dann echt weg dann. Mhm. Okay, das ist räudig.
wurde nur eins weiter, oder? Ja. Und mir bloß nicht erinnern, dass ich da überhaupt heran war. Wow! Alter! Hinweis. Hinweis? Hinweis. Ich hab einmal elektrische Leitungen. Ja. Gott sei Dank haben wir ein Fleisch mitgenommen. Ich hab echt Hunger. Okay. Dann wieder ganz runter jetzt, oder? Ja. Ja, genau. Nee. Gott, das ist alles ganz schön verwirrend, hä? Mhm. So. Ein Wagenheber. Gott sei Dank. Was tun wir denn? Meine Reifen wechseln. So, die elektrische Leitung haben wir, die Gastank haben wir, ein Kugelanzünder fehlt. Kugel habe ich auch. Ja. Anzünder haben wir noch nichts. Was machen wir mit dem Wagenheber? Kein. Das habe ich ja noch überhaupt nichts gesehen. Und Schlüsselkarte, was machen wir mit der? Es gab, glaube ich, noch irgendwo eine Tür, wo es kostet einen Schlüssel. Ja? Ja, dachte schon. Das muss ja umgehen sein, oder? Die Herbe an nur an Gegner. Mhm. Auch gerade noch ein Kerl. Hier nicht. Wagenheber, also Wagenheber habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen. Hier ist nix. Ach, man sieht ja in dem Buch, was uns fehlt, das ist nur das Aufnahme. Aber ich habe eigentlich auch mal die hätte schon irgendwo gesehen. Ja, der Anzünder, oder? Oder was? Gefundene Gegenstände, ach so. Zeigt mir die gefundenen an, nicht was noch fehlt. Okay. Wieso ist das Aufnahmegerät so grau? Ja, deswegen habe ich gemeint, dass uns das noch fehlt, aber. Eine Karte wären wir mal lieber. Hä? War ich gerade überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Mann! Draußen oder? Ne, draußen war nix. Vielleicht unterm Schiff noch, das wäre ja auch krass. Ja, das war. Ah, Schlüsselkarte. Ah ja. Bist du grüner da? Schlüssel. Fuck. Warte, wo war denn der grüne Schlüssel? Fuck, wo bist denn du? Ich kann nichts gegen die Gegner. Ach so. Ja, oben, also. Sag mal lieber, wo du bist. Ganz unten im Maschinenraum. Ich sehe deine Lampe, oder? Okay, warte, komm. Okay, passt. Da ist ja gerade rumgeflitzt. Versteht das eigentlich nicht, dass ich mit dem scheiß Speer nichts machen kann? Ui, da, hör mal auf jetzt. Ja, ich hau schon auch sehr oft daneben. Also. Fuck, wo war denn der grüne Schlüssel, Alter? Das war aber schon oben, glaube ich, irgendwo. Unten muss er jetzt mal alles offen sein. Ich glaube, oben in der Dings, ja. In der ganz oben, wie heißt denn das? Kabine, Kajüte halt. Da glaube ich, gab es noch die Möglichkeit, was aufzumachen. Ja, die kommen, glaube ich, immer wieder. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, wo wir die Bombe brauchen dann? Ah. Hier, grüner Schlüssel. Alter, der ganz kleine Bordwanne. Ah! Boah, ich bin gleich tot, ich muss echt so. Und eine Kiste. Und ein Anzünder. Anzünder, ja, jetzt haben wir alles. Dann können wir jetzt die Bombe bauen. Mit der Bombe kommen wir in die Bridge. Okay, müssen wir wieder ganz oben. Übelst nervig.
Mhm. Ja, sag mal. Oh, jetzt haben gleich zwei da. Pass auf die. Okay, die geben halt echt nicht auf, gell? Okay, eine Bombe. Und wieder hoch zur Bridge. Boah, ihr Wichser. Ah ja, da bin ich wieder. Ich will mal kurz mein Headset aus. Okay. Also, Alter Benny, zwei Stück sind hinter mir her. Also, ich werde schon über den Speer bauen können, den hölzernen, ob der wenigstens was bringt, vielleicht. Ich spreng jetzt die Tür zur Brücke. Ja, achso, du bist ja da. Okay. Gut, ein bisschen weg. Wow! Nice. Ah, was zum Essen? Brauchst du auch was? Nee, hab ich eigentlich. Lenkrad, Motor, das hört sich ja alles geil an. Nochmal Hinweise gefunden. Blitzen, Schrott, 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 Schrott. Vielleicht können wir auch das Boot hier wieder so umbauen, dass wir mit dem dann fahren können. Das wäre sehr cool. Da ging es jetzt nur um die Pläne für das Lenkrad, oder wie? Und den Motor. Ja gut, wenn wir an unser Boot einen Motor hinbauen können, wäre das ja auch schon mal der Burner. Und allerdings. Was sagt das Buch? Haben wir da jetzt neue Koordinaten oder so? Ja. Balboa Island. Okay, nice. Aber wir haben den Wagenheber noch. Ah, da oben ist eine Kiste. Ha. Das irritiert mich ein bisschen. Und das Aufnahmegerät fährt ja auch noch. Was ist denn das? Ich hab Biokraftstoff. Kann für die Betankung bestimmte Maschinen. Okay. Hat das Gefühl nicht los, dass uns da was fällt, Bro? Biokraftstoff auf jeden Fall nicht. Außer Katan. Fortschritt über die Reformation der Terraformation statt Becken stabilisierte Erträge des Nigeria. Nigerbeckens. Balboa. Transkribiert. Es gibt immer noch trockene Stellen. Halt die Klappe, Mann. Wie schaltet man das Ding aus? Du hältst die Klappe. Ich hab sie gesehen. Es gab Pläne, Mann. Nur Pläne. Nachbildungen. Nichts. Wie kann man ja überhaupt an einem trockenen Ort laufen? Welt ist ertrunken, um Himmels Willen. Nicht hier, weiter südlich. Orte, an denen es noch Land gibt. Und Eis, Antarktis, all das. Sie machen diese Orte. Was? Sie machten diese Orte vor dem Ende. Sie verstecken sich, während die Armen ertranken. Und du redest nur Scheiße. Nein, Mann, ich sag's dir. Dieser Typ sah chinesisch aus. Ich fand ihn mitten im Futter. So, als es wäre er wochenlang auf See gewesen, schafft es kaum zwei Worte aneinander zu reihen. Oder das bin ich ja. Wieso liest du die ganze Scheiße überhaupt? Für unsere Zuschauer. Ah, okay. Das Segeln verlief bisher reibungslos. Die Besatzung sollte unsere Vorräte überprüfen. Schlimmeres getan hat, nur ein halbes Arschloch. Was? Was? Ja. Bist du wieder auf unserem Boot oder wo bist du eigentlich? Ja. Ich stehe hier am Sprungturm und warte, dass du kommst und dich freust. Ich freue mich total. Okay. Genau. Das ist cool. Nein, jetzt habe ich das rohe Fleisch gegessen, meine Fresse. Ja. Ja, jetzt, Viecher dann. Ja, total ekelhaft. Ja, aber hast du das zur Kenntnis genommen, dass wir den Wagenheber noch haben? Das irritiert mich. Mhm. Boah, ich habe Silberalgen abgebaut. Was sagst du denn dazu? Da ist noch ein mechanisches Teil. Was geht jetzt mit dir? Jetzt flippe ich voll aus. Was ist denn? Da war doch nichts mehr. Ich tauch jetzt ein bisschen um das Boot rum. Achso.
Und meine Stirnlampe ist übrigens schon Sense, gell? Okay. Hast nicht allzu lang Freude damit. Also ich möchte jetzt gern bitte noch einmal Silberäugen finden, mindestens mal. Weil man die ja wahrscheinlich auch einmal erforschen muss. Klingt danach, ja. Ich hab welche. Okay. Möchtest du noch im Lotto gewinnen? Ich hab grad. Okay. Nicht ganz nach Plan. Naja, doch, damit wäre ich auch einverstanden. Aber echt, kriegst du ja 250. Oi, der wird. Schachtel Marlboro. Cool. Ja, wir werden jetzt hier eh aufhören, weiter zu gamen. Toll. Wenn ich jetzt noch weiter zockt, dann mache ich den Tisch auf. Und dann werde ich nur noch googeln, ob wir hier sicher nichts übersehen haben mit dem Wagenheber. Wobei ich glaube, dass das schon so gemacht ist, dass man nichts übersehen kann. Ich auch. Aber ja, nichtsdestotrotz. Genau. Ach, ich glaube, die Silber. Nee. Ja, doch, kann sein, dass wir die Silberalgen brauchen, um. Nee. Mein recht bitteren Geschmack steht da drauf. Okay. Jetzt habe ich dann mein Fleisch, die Bits. Das würde ich schon den ganzen Tag probieren. Das war super lecker. Uff, du verleibst dir nicht gleich alle drei ein. Nee, ich bin nicht am Schiff. Die kann man gar nicht erforschen. Okay. Okay. Biokraftstoff würde ich nicht, mich nicht erforschen trauen. Schon hier mal Vorsprung. Das haben wir schon erforscht. Irgendwas Explosives kann man da noch erforschen. Okay, aber das war jetzt schon richtig cool, Alter. Ich freue mich so auf die nächste Runde. Bei Boa Island dann. Echt schlimm. Warum müssen Menschen müde werden und schlafen? Ja, voll wieder Schmon. Dass man da noch nichts gegen erfunden hat. Außer den Fuß, der das vom Schlafen abhält. Ja, den musste man aber auch erst erfinden. Ne? Ja, mach mal. Was braucht man denn, um das zu bauen, jetzt der Motor und alles? Okay, das Lenkrad geht. Motor geht auch eigentlich. 20 Planken halt natürlich, ist ja klar. Dass das ja, Alter, ohne Planken geht hier nix. Ja, hält sich in Grenzen, gell? Komm mal machen. Ermöglicht es dir, in verschiedene Richtungen zu gehen und erhöht deine Geschwindigkeit. Also das ist ein Motor zum zu Fuß gehen, oder wie? Ich schwimme nur schnell davor an heute das Fassel, weil ich ein Mongo bin. Ja, da ist er schon, der Hai. Alter, der knuspert dich halt instant um, wenn du das Wasserschiff umschaust. Ja, das kann man halt eigentlich beides sofort bauen. Zick. Ja, echt? Ja. Aber das heben wir uns auf für die nächste Folge. So ist es. Muhaha. Lol. Ach, ich wollte nur. Ja, ich will immer noch. Ich will nur schnell schauen, wie weit Balboa Island weg ist. Acht, fünf. Eins, acht. Ja, du blöder Hai. Okay, das hält sich auch in Grenzen. Den kann ich ja auch nicht mehr verletzen, das vergiss ich. Muss echt diesen Scheiß Speer loswerden. Ja, hoffentlich ist das mit dem Neustart dann auch besser. Das hoffe ich auch. Wieso hab ich schon wieder keinen Kunststoff mehr? Ich hab doch vorher abartig viel Kunststoff aufkommen. Sitze ich da jetzt eigentlich? Alter, die verschränkten Arme, so voll Babo-mäßig, Alter. Ich stehe da unten mit meinem Zimmermann Hammer, weil ich das Boot reparieren und er da voll gechillt. Warte, ich muss schnell was trinken. Durstig kann man da nämlich nicht sitzen.
Haben wir so viel Ressourcen, dass du einen Stuhl bauen kannst? Ja, der kostet echt dann viel. Ja gut, dann mal rein, oder? Wo ich geschwobt oder zumindest? Geschwoben. Weil das Schlimme ist, dass ich noch nicht so müde bin. Das ist wirklich schwer. Alter, hör auf! Hör auf! Reicht's jetzt hier? Mal, das Quad mal ist nicht so richtig. Geh ins Bett jetzt! Ja, ich schick dich ins Bett, wenn du unser Zeug hier einreißt. Speicher mal, dann fühle ich mich wohler. Speichert. Tschüss. Tschüss. Alter, muss ich nochmal kräftig mit der Nase in so abblasen, hä? So, meine Zuschauer. Nächste Folge geht's nach Balboa Island. Das wird so krass. Das wird so krass. Ihr müsst unbedingt abonnieren, weil das so krass wird. Benni, sag's einer. Ja, unbedingt. Nächstes ist der Benni ja wieder fitter. Bis dahin, haut's rein. Allein deswegen lohnt sich.